So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Steam VR Room. Wir befinden uns hier natürlich in meinem Standardraum. Noch gerade nicht. Bisher noch nicht weiter eingerichtet habe, was aber noch bevorsteht. Ich werde euch jetzt mal den Stargate Command Room zeigen. Den fand ich sehr cool. Den habe ich jetzt entdeckt vor 2 Tagen. Und das ist ein super toll gemachter Raum. Ich gucke mal. Diesen Raum kann ich hosten. Ja, aber kann ich mir diesen Raum hier. Ich lasse mal einen Daumen hoch, der ist so cool, der Raum hier. Gibt erstmal den Raum jetzt im Einzelspielermodus. Das ist einer der coolsten Steam VR-Umgebungen, die man so sehen kann, weil ich muss mal sagen, es sieht super, super beeindruckend aus. Und dieser Raum hat auch richtig, richtig viele Möglichkeiten und Details. Wenn man sich hier das Tor ansieht, das ist super scharf. Das sieht man so toll, die verschiedenen Anwählsymbole, und es sieht halt einfach klasse aus. Super cool gemacht mit den Schiefern da. Man kann den Raum hier auch verlassen und in die Kommandozentrale gehen. Dafür gibt es hier eine Tür. Den Treppen hier noch hochsteigen. Willst nicht? Doch. Sehr schön geht. Hier sind die Anwählcomputer. Damit kann ich hier die Türen auf und zu machen, die man hier sieht. Der Alarm will gerade nicht. Gut, stört auch nicht. Machen wir die Lichter mal wieder aus. Hier kann ich die verschiedenen Orte anwählen, zu denen ich gerne möchte. Will gerade nicht. Oh, da ist ein Ausgang, den habe ich noch gar nicht gesehen. Hat der eine Funktion? Kann ich mit dem Ausgang was machen? Ich gucke mal kurz durch. Nee, mit dem kann ich wohl nichts machen. Also ich kann hier ein bisschen durch die Wände glubschern und kann mir dann angucken, mit was ich jetzt was machen kann. Gehen wir mal hoch. Oben befindet sich die Besprechungs Zentrale, beziehungsweise ja, wo die Teamsitzungen stattfinden. Kann ich die Stufen auch alle einzeln hochgehen? Das ist dieser Raum hier. Hier, wo Jack O'Neill und Commander Carter an einem Tisch sitzen. Es ist cool gemacht. So. Liebes Stargate-Team. Ich tanze euch auf den Tisch. Hier gibt es eine Vorrichtung, wo man die verschiedenen Toren runterfahren kann. Ups. So. Zack. Shut down. Machen wir wieder auf. Dafür den grünen drücken? Hier oben geht es noch weiter in Richtung Kommandozentrale, da dackelte ich jetzt aber mal nicht hin. Stattdessen gehe ich mal wieder die Treppe hier runter. Also die Wendeltreppe mag das Gerät hier nicht. So, ich habe die Wendeltreppe genommen. So schnell ging das. Hier ist auch etwas. Wohl keine nähere Funktion, das Gerät. Diese Sirene funktioniert auch, ich weiß aber gar nicht, wo ich die aktivieren oder deaktivieren kann, deswegen lasse ich sie jetzt erstmal aus.
öffnen wir mal wieder. Und wählen mal hier unser erstes Ziel an. Und dazu machen wir aber vorsichtshalber die Tür mal zu. Oh, das ist zum Hoch- und Runterfahren. So, jetzt wählen wir unser erstes Ziel an. Der Anwählcomputer, der hat einmal eine schnelle Anwählfunktion und einmal eine langsame Anwählfunktion. Ich wähle jetzt einfach mal die hier. Und gehe nach Abydos. Oder lieber nach Atlantis. Naja, dann wohl nicht nach Atlantis. Sondern nach Abydos. Okay. Geh ich halt nach Abydos. Ach ja, die Tür ist ja noch zu. Mal die nochmal kurz wieder auf hier. In Abydos. Hier gibt es eigentlich nichts außer Wüste, Wüste und noch mehr Wüste. So ein paar Relikte. Kann ich die Leiter hier hochklettern? Kann ich irgendwas mit der Leiter machen? Nee. Irgendwie fühle ich mich nicht ganz so wohl hier. Ich habe schon diesen kleinen Blaster mir mal freigespielt. Den trage ich immer mit mir dabei. Kann ich jederzeit auswählen, falls mich mir immer irgendwas nerven sollte. So, und an dieser Stelle gibt es so einen kleinen Trick. Hier vorne gleich. Habe ich gestern... Ach nee, man braucht den Trick gar nicht. Was ist das hier? Ja, das dachte ich mir fast. Willkommen in Abydos. Also wer sowas als Steam VR Room sich machen möchte, finde ich super cool. Man kann nach wie vor auch alle Gegenstände hier in diesem Raum einfach ohne Probleme spawnen lassen. Wobei ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt in Abydos machen würde, aber gut. Ich lasse hier mal ein... Was lasse ich denn hier mal spawnen? Uhr nicht. Das will ich alles nicht. Ich will irgendwas, wonach ich mich nicht bücken muss. Das heißt, ich lasse ihn mal spawnen. Einen Tisch. Verdammte Kacke. Ja, das ist der kleinste Tisch, der hätte spawnen können. Der kleinste Tisch der Welt, meine Damen und Herren. Der kleinste Tisch der... Meine Fresse. Komm her, du Dreckstisch. So. Jetzt haben wir auch ein Tischchen. Abydos, und ich muss mal kurz die... Schaumstoffpolster meines Controllers ein bisschen richten. Die kommen hier immer mehr auf die Tasten. Ich habe gestern ein Spiel gespielt, dabei habe ich mich sehr erschrocken und leider diese Schaumstoffcontroller ein wenig verrutscht. So, hier kann man auch Sachen spawnen lassen, wie zum Beispiel den Tisch hier. Aber ich bin so stark, ich kann den Tisch mit einer Hand heben. So, aber den machen wir jetzt mal wieder weg. So, weg ist er. Weil ich hier keinen Tisch in Abydos haben möchte. So, diese Tür hat ein Two-Way-Ticket, das heißt, gehst du raus, kannst du nicht mehr auf- oder zumachen, nur von innen. Und wenn du jetzt rausgehen würdest, hättest du ein echtes Problem, was du natürlich noch kannst, aber das machen wir jetzt mal lieber nicht. Stattdessen will ich mal nachgucken, ob hier vielleicht noch irgendwo so ein Schalter ist. Aber hier scheint keiner mehr zu sein, was schade ist. Gucken wir mal auf der Seite hier nach. Nee. Ist hier überhaupt was dahinter? Nee, hier ist auch nichts dahinter. Gut, da kann man so ein bisschen schummeln, wenn ich da reingucke.
So, dann gehen wir mal wieder zurück in die Hauptbasis. So, wo wollen wir mal als nächstes hin? Gehen wir mal nach Daylox Paxson, da gibt es nicht so viel zu sehen. Ist ja echt eine Scheibe davor? Hier ist wirklich eine Scheibe davor, das gibt's doch gar nicht. So. Hier ist ein Ringtransporter. Der führt noch eine Ebene höher, aber da gibt es nicht viel mehr zu sehen. Das Interessante ist das Gerät hier. Und ich bin wieder da. Für meinen letzten Torsprung werde ich mal die langsame Anvil-Funktion benutzen, weil die auch ziemlich beeindruckend aussieht, finde ich. Na komm, ich will auf die Treppe gehen. Ja. Und das hier ist dann die langsame Anvil-Funktion. Dale Atlantis Slow machen wir mal. Er war aber nicht ganz drauf. So, willkommen in Atlantis. Tor schließen. So, da oben haben wir die Überwachungszentrale, das Offiziersbüro und dort haben wir so ein bisschen Wohnquartiere und so ein Kram. Ich gehe hier mal ein bisschen rum und zeige euch mal so ein bisschen was. Wohl kaputt das Teil. Was ist das hier für ein Schalter? Was bringt der denn? Hä? Wofür soll der gut sein? Also wofür der gut ist hier an der Stelle, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Der hat leider auch keine Funktion. Ach, einige haben hier keine Funktion. Finde ich aber ein bisschen schade. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Mal gucken, kann ich gleich hoch? Ja, die Treppen kann ich gleich überspringen. Und werfen mal einen Blick, bevor wir ihn in die Kommandozentrale werfen, auf unsere Stadt. Hier haben wir das etwas pixelige zugegeben Atlantis. Was finde ich eigentlich total cool aussieht. Und ich kriege auch das Gefühl von Höhe hier. Das heißt, ich gehe jetzt wieder rein.
Hier vorne haben wir einen Meditationsraum, wird in der Serie auch oft genutzt, wo Übungen drin gemacht werden. Und den werde ich euch jetzt auch mal zeigen. Die Türen hier öffnen automatisch. Hier ist der Torraum. Da kann ich meine Heimatadresse anwählen oder auch einige Funktionen in Atlantis überprüfen. Basisalarm. Und hier ist das Quartier mit den beiden Energiekristallen. Einer davon ist sogar noch aktiv. Ich habe allerdings noch keinen Ort gefunden, wo ich diesen Energiekristall reinstecken kann. Und ob das überhaupt möglich ist, das weiß ich auch nicht. Die alternativen Atomreaktoren. Sollen die mal hier stehen? Können wir die eigentlich löschen? Der hier scheint ja leer zu sein. Löschen können wir die nicht. Macht aber nichts. Ha, ich habe Antika-Energiekristalle. Ich bin besser als ein Race. Ja, nein, gut. Schade, diesen Raum kann man auch nicht öffnen. Ist trotzdem eine sehr beeindruckende Basis, die man hier gemacht hat. Gefällt mir außerordentlich gut und wir werden uns jetzt erstmal wieder zurückwählen an unseren Heimatort. Dafür werde ich das manuelle Panel benutzen. Schließen. So, das war's mit der Kommando SG-1 Basis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Es gibt noch mehr Umgebungen oder Räume und sollte euch das interessieren, dann schreibt es doch einfach unter die Comments. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar coole Räume finden und die auch laden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, ob und wann ihr gerade wach seid. Und man sieht sich. Bis dann. Und an dieser Stelle male ich hier noch eine Kleinigkeit hin. Ja, voll cool. Naja, geht so. Und dann noch einen Gruß an einen Freund. Und Freddy kriegt eine andere Farbe.
Smiley. Ja, krüppeliger Smiley. Verdammt, Kacke, ich mach das weg, egal. Ah. So, Georg und Freddy. Ja, ihr kommt einfach mal mit. Euch packe ich nämlich irgendwo anders hin. Mal gucken, wo ich euch hinstelle. Ich stelle euch irgendwo ins Torraum. In den Torraum. Ich habe gerade keine zweite Hand frei. Naja, gut, egal. So, einfach mal schnell durch die Wand gehen. So. Und dann nehmen wir auch hier einmal kurz die Abkürzung. Oh, das Freddy sieht irgendwie ein bisschen creepy aus. Naja, macht nichts. Man sieht sich und tschüss.